Grüß Gott, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zu so einem schattigen Thema so zahlreich da sind, aber Sie kommen ja auch nicht aus hier beim Kongress. Insofern ist das ja vielleicht auch noch gut zu erklären. Der Schatten ist wirklich nicht nur mein ältestes Thema, sondern überhaupt das älteste Thema. Der Schatten ist eigentlich all das, was uns hindert, das zu machen, was wir längst erkannt haben, was wir für sinnvoll erachten, was wir eigentlich tun wollen. Und man kann ihn natürlich auf die verschiedenste Art anschauen. Am einfachsten ist es, wenn man so die kollektiven Schatten anschaut, da ist es noch weit weg von einem selbst. Man kann es auch sehr persönlich anschauen, man kann natürlich jedes kollektive Thema auch relativ schnell sehr persönlich machen. An einem Beispiel kann ich das vielleicht auch klar machen. Am Anfang so eines Vortrages sind Sie vielleicht auch schon gewohnt, dass man sagt als Referent, und denken Sie dran, dass Sie dann nach dem Vortrag, nach dem Kongress Ihr Handy wieder anmachen. Bei so einem Thema wie Schattenprinzip müsste ich Ihnen sagen, und denken Sie dran, dass Sie Ihr Handy jetzt ausmachen, dass Sie es nie mehr anmachen in diesem Leben. Das wäre die einzige adäquate Aussage dazu. Wir sind da enorm vertraut mit diesen Teilen. Mir kommt vor, in meiner Umgebung, also hier sitzt ausgerechnet noch einer, der Eckhard Graf, der auch keinen Betrieb hat, aber seit neuestem, glaube ich, hat er jetzt eins. Ich habe kein Handy, weil ich einfach zwar nicht hörig bin diesen Forschungen, aber mich interessiere für auch wissenschaftliche Forschung. Das war eigentlich meine ganze Arbeitszeit so. Und mir ist es von Anfang an, die Verdachtsmomente zu stark, jetzt die Studien, die wirklich knallharte Fakten auf den Tisch legen, einfach zu dramatisch. Ich würde nicht im Traum mir so ein Ding an den Kopf halten. Garantiere Ihnen auch, wir werden mal zurückschauen. Ich denke, es wird schon in 10 Jahren sein, dass man sagt, stellt euch vor 10 Jahren haben Menschen noch an ihr Gehirn Handys gehalten. Wir haben heute, und das ist, glaube ich, auch ziemlich im Schatten unserer Gesellschaft geblieben, hieb- und stichfeste Belege dafür, dass sie ihre Gehirntumorrate in 10 Jahren mehr als verdoppeln mit der Benutzung eines Handys. In England sind zwischen 1999 und 2009 die Raten für Gehirntumore bei Kindern mehr als verdoppelt, die telefonieren. Wir haben eine Studie, die sagt ganz genau, Rechtstelefonierer kriegen ihren Hirntumor rechts, Linkstelefonierer kriegen ihren Hirntumor links. Schwedisch, diese Studie. Aber wir wollen das nicht hören. Sie wollen auch eigentlich nicht, dass ein Vortrag so beginnt. Und mir ist auch unangenehm, Ihnen mit sowas Blödem eigentlich zu kommen, wo ich doch weiß, praktisch alle haben Sie so ein Ding. Und Sie werden jetzt schnell versuchen, das wieder zu verdrängen, was ich Ihnen da gesagt habe. Warum ist das so? Da kann man schön sehen, wie Schatten entsteht. Wenn es zu arg ist, dann will man das nicht an sich ranlassen. Die österreichische Ärztekammer, übrigens die österreichischen Ärzte sind seit Jahren sehr kritisch den Handys gegenüber und raten sehr ab von der Benutzung, ganz im Gegensatz zu den deutschen Ärzten. Und dort hat man nach der letzten Studie, die da rausgekommen ist, von ärztlicher Seite also die Weichen gestellt, dass jetzt schon mehr Neurochirurgen ausgebildet werden, die dann ihre Hirntumore operieren. Und ich habe da mal, die ich auch kenne, mich gewendet und gesagt, könnte man noch was anderes tun? Dann sagen die, ja, können Sie ja versuchen. Uns glaubt das keiner. Erstens tun es alle. Zweitens, die Jungen wollen sowieso was tun, was gefährlich ist. Da gibt es keine Möglichkeit. Das ist so die Resignation vor dem Schatten. Natürlich ist es auch so, dass Sie nicht wissen, wie ich, was ein Hirntumor ist. Das wäre jetzt ziemlich gemein, wenn ich es Ihnen ein bisschen erkläre, auf kurze Weise. Ne? Weil dann sagt es noch tiefer rein. Und die Gefahr ist ja auch, dass Sie nichts draus machen, dass Sie keine Konsequenzen draus ziehen. Aber das ist einfach gesagt, was Krebs ist, das wissen und ahnen Sie im Prinzip. Und Gehirntumor ist Krebs im Gehirn plus Geisteskrankheit der schlimmsten Art, die Sie sich vorstellen können. Wahnsinn. Und das kommt dann zusammen, das ist so arg, dass Angehörige die praktisch nie pflegen können. Das halten Profis nur schwer aus. Das ist ein ganz fürchterliches Szenario, was uns da droht. Und das werden wir, glaube ich, fürchte ich, nach meinen Erfahrungen mit dem Umgang mit dem Schatten in der Bevölkerung, so lange nicht wahrnehmen, bis sie nicht in ihrer Umgebung einen haben, der an Gehirntumor erkrankt ist, oder zwei, und es in der Familie einen trifft. Dann hören sie auf damit. Das Dumme ist nur dann, dass sie dann wahrscheinlich auch schon 25, 30 Jahre immer in das kostbarste Organ, was sie haben, hineingestrahlt haben. Das wäre so ein Aspekt Schatten. So direkt auf sich beziehen will man das nicht. Wie wir Schatten bearbeiten, ist eigentlich mehr so in einer distanzierten Weise. In Deutschland gab es so ein, aus meiner Sicht, schönes Schattenlehrstück mit dem vorletzten Bundespräsidenten sozusagen. Herr Wulff, der war ja ein Böser und hat ganz böse Dinge getan und für die hat man ihn richtig schnell vertrieben.
Wenn ein jemand so ärgert und so stört, wie Herr Wulff die Deutschen gestört hat, dann ist immer der Verdacht naheliegend, der muss an Schattenthemen gerührt haben. Sonst kann das nicht so einen Wirbel geben. Und aus meiner Sicht, der ich das ja aus Österreich jetzt sehe, habe ich eigentlich bei Herrn Wulff eigentlich keinen einzigen Aspekt gefunden, den ich nicht genauso gemacht hätte. Das hat mich erstaunt. Ja, also ich habe jetzt dieses große Zentrum da gebaut, da habe ich so alles reingesteckt, was ich 30 Jahre erschrieben und erredet habe, aber es hat leider nicht gereicht, also war noch die Oberbank mit dabei. Und wenn mir jetzt irgendjemand, vielleicht aus Ihrem Kreis oder egal woher, einfach einen Kredit 1% billiger geben würde, würde ich es glatt machen. Da fände ich ganz nett den Gedanken, hat Herr Wulff auch gemacht. Mir ist das auch schon mal im Flugzeug passiert, was soll ich Ihnen sagen? Eine Stewardess hat sich zufällig mit meinem Rauchbuch das Rauchen abgewöhnt und hat sich dadurch bemüßigt gefühlt, mich und meine Partnerin in die Business-Klasse zu versetzen. Wir sind gern mitgegangen und haben uns dann da nett behandeln lassen. Ich bin danach natürlich nicht zum Finanzamt gerannt und habe gesagt, ich habe da einen Vorteil gehabt und den habe ich gar nicht bezahlt oder so. Wir sind einfach Business geflogen. Das war ganz nett. Ja? Also mich haben auch schon Journalisten irgendwie so an den Karren gefahren. Also jemand hat einmal gesagt, wenn Sie mir kein Interview geben, dann schreibe ich es trotzdem. Da bin ich schon auch ein bisschen platt, ehrlich gesagt. Dann habe ich auch zurückgedroht. Sowas kommt ja mal vor, hat Herr Wulff übrigens auch gemacht. Ne? Also der hat schon schlimme Dinge getan, der Mann. Ja? Also, und das will man aber nicht da oben sehen. Ja, dass da oben jemand genauso opportunistisch ist und sich durchschnurrt wie wir auch alle, das wollen wir nicht haben. Ja, also das soll nicht irgendwie so ein, ja, wie soll man sagen, das soll ein Mann sein, wo man hochblicken kann, der schattenfrei ist. Ich meine, aus Bayern hat man ja gehört, dass auch Herr Wulff da so einiges, ne? Ich meine, der Mann ist ja unverheiratet und lebt in einer wilden Ehe. Ich persönlich finde es schön, dass der noch wild ist, ne? Und so lebt. Aber Herr Gauck, ja, um Gottes Willen, Herr Gauck. Und also man kann natürlich immer Schatten finden, wenn man nur gerade mit diesen Moralgesetzen da irgendein Thema hat, wird man das projizieren. Mit Geld, mein Herr Wulff kriegt jetzt so eine Apanage, da kann jeder drauf projizieren, der weniger kriegt, also praktisch alle. Das ist schon eigentlich natürlich eine verblüffende Geschichte. Ja, wer kriegt schon für ein halbes Jahr Arbeit, kriegt schon so viel Geld. Da werden schnell Leute, die viel gearbeitet haben ein Leben lang und so eine mühselige Rente kriegen, die werden schnell wütend über den Mechanismus der Projektion und dahinter steckt immer Schatten. Ja, was anderes projizieren wir ja schon nicht. Da gibt es verschiedene Taktiken, zum Handy zurückzukommen. Wir können die amerikanische Variante nehmen. Die haben jetzt einfach solche Handymasten, wie Sie es hier sehen. Ja, das schaut einfach besser aus. Und da muss man sich das nicht so klar machen. Dieses dramatische Thema kann man so machen. Ja, das ist, glaube ich, ein Vollkunstprodukt. Und der wird gar keine Datteln produzieren. Also das sind Dinge, die sind leicht zu durchschauen. Bevor man sich mit dem Schatten eigentlich sinnvoll auseinandersetzt, wäre es ganz gut, man würde so die Spielregeln des Lebens kennen, die Schicksalsgesetze, nenne ich die gern. Und das ist ein einfaches Bild, da würde ich Sie mal einladen, dass Sie da eine Minute mitspielen, dann haben Sie von den beiden wichtigsten Schicksalsgesetzen einen persönlichen Eindruck. Wenn Sie diesen roten Punkt hier fixieren und jetzt mal 20 Sekunden nur da drauf schauen, ohne wegzuschauen, und müssen Sie nicht Angst haben, wenn Sie mit so einem Monster hier anschauen, wie Sie anfangen, wie Sie es da sehen, dann landen Sie mit Sicherheit im Licht. Da steht das Polaritätsgesetz dafür. Da sind Sie auf den Spuren von Goethes Mephisto, dem Goethe im Faust ja diese Worte in den Mund legt, die Zeitlosen. Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will, stets das Gute schafft. Und wir sind natürlich Teil der gegensätzlichen Kraft. Wir wollen immer das Gute und landen halt oft im Schatten. Schauen Sie da weiter hin und wenn sich etwas verändert, schauen Sie mal, was es ist. Da werden die meisten von Ihnen, ohne dass ich Sie jetzt kenne persönlich, mit ganz wenigen Ausnahmen, die werden dort eine Lichtfigur sehen, eine Lichtgestalt. Das hat einfach damit zu tun, dass wenn Sie 20 Sekunden sich mit dem Schatten konfrontieren, konstelliert sich in Ihnen der Gegenpol. Ja, und das ist dann bei Menschen aus einer christlichen Kultur in der Regel Jesus Christus, der Heiland. Und das kann ich relativ gut hier voraussagen, da auch selbst wenn Sie sich als Atheist bekennen, Sie doch Teil der christlichen Kultur sind. Wenn ich das in Bali mache, wo ich den Winter verbringe oder die letzten 10 Jahre verbracht habe, da sieht dort niemand Jesus Christus. Die sehen Krishna oder Buddha. Hat jemand von Ihnen Krishna oder Buddha gesehen? Ja, naja, kann gut sein.
Ein Schweizer Zahnarzt hat letztlich Che Guevara gesehen. Für den ist das eine Lichtgestalt. Ja? Ich habe ihn dann kennengelernt in der Pause, ganz spekulativ, so ein alt 68er, der das einfach geschichtlich nicht auf die Reihe kriegt. Durch ein bisschen Geschichtsbuchstudium könnte Che Guevara ja als Nicht-Lichtgestalt entlarven. Ne? Aber hat er auch gar nicht gemacht, für den ist es die Lichtgestalt. Eine bayerische Frau, eine Bäuerin, hat dort wirklich Hildegard von Bingen erkannt. Was ja mit dem Bart und so gar nicht ganz einfach ist. Aber für sie, auch sie habe ich dann kennengelernt in der Pause, für sie ist Hildegard von Bingen die Lichtgestalt. Und dann sieht sie die dort. Also ist das Polaritätsgesetz, das den Gegenpol herausholt, das wichtigste Gesetz, dass sie Jesus Christus sehen, mehrheitlich, das ist das Resonanzgesetz. Wir sind in Resonanz mit unserer Kultur und dann sehen wir dementsprechend Dinge. Das hat mit der Wirklichkeit noch gar nichts zu tun. Das wichtigste Gesetz, glaube ich, ist das der Polarität, dass alles in unserer Welt einen Gegenpol hat. Ich kann mich gar nicht klein fühlen, wenn nicht andere größer sind. Man kann sich nicht arm fühlen, wenn nicht andere reicher sind. Wir wüssten nicht immer, was gut ist, wenn wir nicht böse hätten. Also da brauchen wir immer die Polarität. Wir müssen, so wie wir zum Greifen die Opposition des Daumens zu den Fingern brauchen, zum Begreifen, brauchen wir letztlich auch die Opposition der Begriffe. Und da sind wir ganz vertraut damit. Allerdings haben wir immer wieder die Illusion, dass wir durch das aus der Welt schaffen des Schattens alle Probleme lösen können. Und das ist ein ziemlicher Unsinn. Ja, dadurch kriegen wir Probleme auf viel heftigere Art, auf viel dramatischeren Ebenen. Schauen wir uns ein bisschen an. Die Definition des Schattens nach C.G. Jung ist sehr einfach. Der sagt, das Ich plus der Schatten ist das Selbst. Also das Ich, wenn Sie jetzt was Nettes über mich sagen würden, würde ich sagen, ganz gut beobachtet, so bin ich, leg mir das auf die Schulter, da identifiziere ich mich damit, wird Teil meines Ichs. Wenn Sie was ganz Negatives über mich sagen, also schauen Sie mal bei ESO-Watch oder so, da finden Sie genug, und dann könnte ich sagen, damit habe ich nichts zu tun, das ist deren Problem, das ist mein Schatten. Wenn ich dann Selbstverwirklichung erreichen will, muss ich Ich und Schatten zusammenbringen. Also dafür steht C.G. Jung und das ist auch das Ergebnis aller Psychotherapie. Letztlich muss der Schatten integriert werden, wenn man ganz und heile werden will. Das ist in der ganzen Medizin das Problem. Heilung können Sie nur kriegen, wenn Sie jemandem etwas hinzugeben. Ja, sonst kann er doch nicht heiler, ganzer werden. Ja, dadurch, dass Sie etwas unterdrücken und wegnehmen, wie es die Schulmedizin macht, wird er doch nie heil oder ganz oder vollkommen. Also Sie müssen eigentlich immer diese ärztliche Frage stellen, was fehlt Ihnen? Und dann rausfinden, was ihm fehlt und ihm das geben. Allerdings nicht auf dieser dunklen, unerlösten Ebene, wo sich der Schatten manifestiert, sondern müsste dann auch noch, meiner Sicht, mit Hilfe der Lebensprinzipien, die Ebene wechseln, sodass man ihm in erlöster Form das geben kann, worunter er leidet. Ja, wenn der eine Allergie hat, leidet der letztlich an einer unbewältigten Aggressionsthematik. Dahinter können wir dann das Lebensprinzip der Aggression erkennen, das Mars-Prinzip. Und da gibt es auch erlöstere Formen dieses Aggressionsprinzips, als ausgerechnet eine Allergie zu haben. Ja, man könnte zum Beispiel unerlöst auch noch schießen, schlagen, toben, schreien, spucken. Und erlöst könnte man Entscheidungen fällen, das Schwert aus der Scheide, das ist auch Aggressionsthema. Man könnte konfrontieren, die heißen Eisen im Leben anpacken, das Leben in Angriff nehmen, mutig leben, Zivilcourage. Courage, ja, das ist sozusagen die Wut des Herzens. Also hat auch positive Aspekte, der Schatten. Wie entsteht Schatten? Naja, der entsteht dadurch, dass wir bestimmte Dinge einfach wegschieben, weil sie nicht gut ankommen. Das beginnt eben ganz früh. Wenn Sie die beiden Buben anschauen dort, da sieht man schon im Gesichtsausdruck, die haben was ausgefressen und die Mutter hebt gerade an, sie niederzubetonieren, so dass die das nie mehr machen. Und da können Sie sich ja selbst jetzt ein bisschen zurückerinnern, wie war das zu Hause? Umso mehr sie niedergemacht worden sind, umso mehr Dinge einfach rigoros verboten worden sind, umso mehr Schatten ist entstanden. Ein Kind will ja seiner Mama gefallen. Und alles, was bei der Mama solchen Zorn auslöst und überhaupt nicht ankommt und zu keiner Gegenliebe führt, das wird das Kind aus der Auslage seines Lebens zurücknehmen und unter den Ladentisch tun. Und dann wird es zum Schatten, unter den Teppich kehren. Also wenn Sie eine liberale Familie hatten, aus der Sie gekommen sind, dann ist es weniger passiert. Dann geht es aber dann nicht nur in der Familie, sondern auch im Kindergarten weiter. Ne? Also bei Montessori wird anderes unter den Teppich gekehrt als bei Steiner, bei Waldorf und wieder ganz anderes als bei der Caritas. Da entsteht jeweils verschiedener Schatten.
Ja? Und dann geht es aber weiter in den fortführenden Schulen, in der Lehre, im Studium. Und dann kommen auch Beziehungen dazu. In den Beziehungen, also wenn Sie so meine Generation, Hippie, 68er, die haben viele Beziehungen. Da ist es immer ein bisschen schwer beim Aufstellen und so weiter. Ne? Und da kann sein, dass sie schon in der ersten Beziehung einiges unter den Teppich kehren mussten, weil das bei ihr überhaupt keine Gegenliebe gefunden hat. Ja? In der zweiten Beziehung haben sie anderes unter den Teppich gekehrt. Und in ihrer Beziehung Nummer 7, wo sie vieles von dem hätten gut brauchen können, das war aber alles schon unter dem Teppich. Gar nicht mehr zur Verfügung. Und dann wird man zum Schluss sozusagen ja, immer enger. Ein kleines Ich und ein Riesenschatten. Ja, also wenn sie so eine Situation haben, ist noch ganz gut. Da sieht man den Teil des Baumes da oben und von den Wurzeln wissen wir. Aber die meisten Menschen, glaube ich, sind eher wie Eisberge unterwegs. Ja? Ein Achtel ist oberhalb des Wassers und 7/8 sind da unten. Und das sind Menschen, die ganz eigenartig reagieren, wenn man an diese Schattenthemen drankommt, die völlig ausflippen oder ganz, ganz unlogisch werden in solchen Situationen. Also das wäre so eine kurze Beschreibung der Schattengeschichte. Hier von Escher ein Mandala, da schauen Sie als gute Christin, guter Christ hin und sehen natürlich betende Engel. Wenn Sie ein bisschen genauer hinschauen, sehen Sie natürlich auch, dass da noch eine ganze Menge Schatten ist. Ja, diese fledermausartigen Gestalten stehen ja jetzt gerade nicht für das Engelhafte in uns. Man könnte es auch so anschauen. Das sind einfach zwei verschiedene Betrachtungswinkel. Und effektiv geht es auf dieses Muster zurück, das Tai Chi-Symbol, ja, Yin und Yang. Und wir neigen dazu, einen Teil wegzuschieben, platt zu machen, vorzugsweise den weiblichen Pol, das Yin, das machen wir ganz platt und dann hoffen wir, es verschwindet aus der Welt. Ja, das tut es in der Regel nicht, weder in der Medizin noch in der Psychologie. Ja, wenn Sie so eine weiche Bandscheibe zwischen zwei harten Knochen platt drücken, dann wird die weggeschnitten und das, was da übersteht, wird weggeschmissen. Dann hofft man, dass jetzt Ruhe ist von diesem weichen weiblichen Pol. Aber wie es so kommt, wenn die Situation sich nicht ändert, geht es so weiter. Und das machen wir Land auf, Land ab, praktisch überall. So wie Paul Watzlawick, dieser österreichische Therapeut und Philosoph, schon vor ewigen Zeiten so schön erkannt hat, immer mehr vom selben ist keine Lösung. Ich habe jetzt gerade mit Herrn Grafs Hilfe ein Buch über den Seeleninfarkt gemacht. Herr Schmelzer hat es schon anklingen lassen. Und eigentlich habe ich gedacht, nach ungefähr 100 Büchern zu dem Thema muss ich das eigentlich nicht tun. Dann habe ich sie so ein bisschen durchgeschaut. Dann kommt man doch letztlich dabei zu Bewusstsein, dass es eigentlich immer praktisch derselbe Blickwinkel ist und dass der Ansatz, den wir haben, einfach überhaupt nicht funktioniert. Jemand bricht zusammen in seiner Arbeits-, Beziehungs- oder sonstige Situation, dann wird er eine Woche krankgeschrieben, darf spazieren gehen, 2 Wochen krankgeschrieben, 4 Wochen krankgeschrieben. Spazieren gehen ist nicht die Therapie für alles. Ja? Ist in der Pubertät ganz nett, erinnere ich, aber kann auch später ganz schön sein, aber die Vorstellung, dass jemand, der keinen Sinn im Leben mehr findet, der völlig vom Druck her am Ende ist, durch Spaziergänge im englischen Garten gesundet, die ist relativ mutig. Aber das ist das Hauptkonzept, was da zum Ansatz gebracht wird. Dann gibt es guter Mathematiker. Auch das könnte noch passieren. Es gibt heute eine ganze Burnout-Industrie. Da landen die Leute, ja, diese aufgelassenen Kurkliniken, die sich nicht mehr gerechnet haben, werden heute für Burnout benutzt. Und da gibt es auch tolle, schöne Programme, ja, wirklich gute Programme, ist keine Frage. Die Leute werden wieder beruhigt und man bringt ihnen bei zu schlafen und. Und nach einer längeren Zeit sind die wieder halbwegs beisammen und dann kommen sie in fast allen Fällen genau an den gleichen Punkt zurück, wo sie zusammengebrochen sind. Dieselbe Position, dieselbe Firma. Sollen dort mit gebremstem Schaum dasselbe weitermachen? Da haben die keine Lust drauf, das waren vorher Leistungsträger. Auch die Firmenumgebung hat da keine Lust drauf, jemanden, den sie mal mit 180% erlebt haben, jetzt bei 70% arbeiten zu sehen. Und das geht immer wieder schief. Ja, also das müsste schon eine qualitative Änderung machen. Und wir können, indem wir einen Teil dämonisieren, die Sache nie lösen. Ja, ob sie sagen, die Arbeitgeber sind schuld, die machen das System immer brutaler, gibt es viele Indizien dafür. Oder die Leute sind immer verrückter und perfektionistischer, die machen sich selbst fertig, gibt es auch Indizien dafür. Das löst das nie, einfach nicht. Wir müssten schon viel tiefer hinunter. Und das ist immer dann auch der Bereich des Schattens. Einfach zu sehen, was ist denn da los? Immer nur zu schimpfen, dass die Arbeitsplätze immer unsicherer werden, mei, können wir machen. Natürlich, die Lebensarbeitsstelle ist passé. Heute gibt es Zeitarbeit. Und das ist nicht schön, Zeitarbeit, aus einer bestimmten Perspektive. Und da kann man jetzt total aus Gewerkschaftssicht natürlich projizieren auf die Bosse.
Aber man könnte den Blickwinkel ein bisschen erweitern und einfach sehen, Moment mal, im Beziehungsbereich passiert genau das Gleiche. Bis dass der Tod euch scheidet, ist euer altes Programm. Heute werden schon Partner als aktuelle Lebensabschnittspartner vorgestellt. Ja, und das Ganze geht so in diesen Singleismus hinein mit One-Night-Stands. Da zwingt uns niemand dazu, da ist keiner schuld daran. Das ist dasselbe Prinzip. Ja, wir kommen immer mehr zu kleinen Zeitabschnitten. Man kann direkt sagen, das Schicksal zwingt uns in den Augenblick. Etwas, was man in der spirituellen Philosophie ja gut kennt. Dieses buddhistische, ganz entspannte Hier und Jetzt. Ja, das christliche, seht die Vögel des Himmels, sie ernten nicht, sie säen nicht, sie leben doch. Im Augenblick leben. Das wäre das Thema dahinter. Ja, wir leben nicht ganz entspannt im Hier und Jetzt, sondern völlig verspannt im Wenn und Aber. Und das macht uns richtig krank. Da ist kein Sinn, der uns nähert, in vieler Hinsicht. Und wir tauchen nicht in diesen Augenblick ein. Und dann kommen ganz einfache Dinge raus. Bei so einem Thema, mit dem sich angeblich 9 Millionen Menschen jetzt rumschlagen. Das habe ich nicht nachgezählt, aber es sind schrecklich viele, die unter Burnout leiden. Und natürlich, die Polarität haben wir auch wieder, wo so viele Burnout haben und sich verbrennen für eine Sache, für die ihr Herz gar nicht wirklich brennt. Gibt es auf der anderen Seite auch Burnout. Man kann sich nicht nur zu Tode schuften, sondern auch zu Tode langweilen. Und das tun auch viele Menschen in unserer Gesellschaft. Auch das, da fehlt der Sinn. Ja, wir bräuchten, glaube ich, immer diesen Schritt in die Tiefe, in diesen Schattenbereich hinein. Dann kann man sehen, dass aus dem Schatten auch ein Schatz wird. Ja, der Burnout-Patient, der kann ja sein Leben völlig ändern. Das wäre ja eine Riesenchance. Da muss er ran an diesen Schatten und dann wird er ihm zum Schatz. Was wir mehrheitlich machen ist, wir projizieren die Dinge, die uns bei uns nicht passen, nämlich unseren Schatten, auf andere und bekämpfen die dann an den anderen. So machen das viele, viele Menschen. Und so machen es natürlich auch Gruppen und sogar ganze Gesellschaften und Länder. Ja, also kennen wir natürlich alles, diese Projektionen. Da waren es die Juden, da sind es die Ausländer. Das ist immer Eigenes, was auf andere projiziert wird. Die Griechen seit Neuestem. Ja? Stellen Sie sich mal vor, wenn das wirklich passieren würde, der Traum der Deutschen, wie ich den so mitkriege, dass Alexis Sorbas nach der Pfeife von Angela Merkel tanzt. Ja? Wer kann das wollen? Was für ein Irrsinn. Was für ein Irrsinn. Da würde kein Mensch mehr nach Griechenland fahren. Wer will schon Angela Merkel tanzen sehen, bitte? Ja? Ich meine, das ist der ganze Charme von dem Land, dass das anders funktioniert. Deswegen fahren wir nach Spanien, nach Italien. Ja, wir haben ja im Sommerurlaub, wenn wir Zeit haben, mal genug von der deutschen Effizienz. Ja, mehrheitlich, der Österreichischen. Und dann fahren wir irgendwo hin, wo es anders läuft. Es wäre ja ganz grässlich, wenn das klappen würde. Man könnte da an all diese Dinge ein bisschen tiefer drankommen. Man könnte sogar, wenn man ein bisschen tiefer schürft, sehen, es gäbe gar kein Europa ohne Griechenland. Ja, also, da ist ja bekannt, die Geschichte mit dem Stier und so weiter. Ne? Zeus. Und es gibt ja sogar einen wunderbaren Brunnen in München, wo man sie sieht, die Europa auf dem Stier. Also die Demokratie ist dort erfunden worden. Das ist Schatten. Wenn dieser hilflose griechische Ministerpräsident dann sagt, bei so einer einschneidenden Erfahrung, da muss ich eine Volksabstimmung machen und die gesamte EU tut sich zusammen und erpresst die Griechen, dass sie das nicht machen dürfen. Da war ich ja völlig platt. Ja, das ist, da kommt die Demokratie her. Und dann dreht sich das so um und sagt mal, wer, ihr macht da Demokratie? Ja, ihr macht es jetzt genau so wie wir. Und das wollen wir eigentlich nicht einmal. Die Griechen wollen es natürlich auch nicht. Das ist relativ kurz gedacht. Und da muss man jetzt ja nicht viel Wirtschaftswissenschaften verstehen dazu. Die Griechen haben ihre Finanzprobleme immer gelöst, und zwar durch Abwertung. Die Italiener haben es so gemacht und die Spanier, das ist für die gar kein Problem, weil die wollen gar nicht viel reisen. Die Griechen reisen schon, aber mehr auf dem Meer. Die wollen gar nicht in Deutschland Urlaub machen. Das ist denen ganz wurscht, ob sie ihre Drachma abwerten oder nicht. Und den Spaniern und den Portugiesen ganz genauso. Die haben prima gelebt. Für uns war es auch gut. Wir konnten immer billig Urlaub machen. Jetzt dürfen die nicht mehr abwerten. Jetzt müssen die sich an uns orientieren. Und dabei gehen ihnen alle Arbeitsplätze kaputt. Und sie sind übrigens immer noch gut drauf. Und die Griechen sind nicht so gegen die Deutschen. Ja, ein Freund von mir, Wolfgang Denzinger, war gerade in Griechenland. Der hat sehr genossen. Die Griechen, die sehen das als ein Drama der Politiker. Die haben ja eh so eine Sicht, Welt in Dramen, Komödien zu sehen. Auch alt hergebracht. Na gut, wir könnten natürlich mit unserer Bildung einfach ein bisschen tiefer schauen und würden dann sehr viele Schattenthemen plötzlich doch mit einem anderen Aspekt sehen. Das Einfache ist natürlich, wir projizieren das auf die anderen und hauen dann drauf. Ja, das habe ich mit dieser kurzen Folge hier klar gemacht. Am Anfang, irgendwann,
Erst hat er vielleicht nur brüllen können, dann hat er einen Knochen in der Hand gehabt, den konnte er schon jemanden draufhauen. Dann hat er einen Speer gehabt, den kann er schon drauf werfen. Dann hat er ein Maschinengewehr gehabt, da kann er schon über weite Entfernungen den seinen Schattenrepräsentanten niederschießen, um die Welt zu verbessern. Und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Und da gibt es jetzt noch eine aus der modernen Zivilisation hervorgegangene Variante, die ich Ihnen auch nicht vorenthalten möchte. Ja? Der projiziert sozusagen im eigenen Land. Ja? Der hat seine Probleme schon dabei, aber auch da projiziert er drauf. Der identifiziert sich ja nicht mit dem Sammelsurium seiner Risikofaktoren und Probleme, sondern der projiziert auch da und die trägt er zur Medizin und die sollen ihn die richten. Ja? Weit von Eigenentfernung weg. Und das Blödeste, was man machen kann, ist aufs Schwein zu projizieren. Daran können Sie es wieder alle merken. Da könnte es jetzt allerdings schon wieder ein bisschen persönlich werden, fast wie beim Handy. Wir sagen, also so eine dreckige Sau, ja, so ein das ist schmutzig, das Schwein für uns. Die Wirklichkeit ist, dass Schweine viel reinlicher sind als ihre Hunde. Ausgesprochen saubere Tiere, die ihren Kotplatz immer 5 bis 6 Meter vom Schlafplatz, vom Schlafnest entfernt suchen. Sehr sensible Wesen, von ihrem Sensorium viel besser ausgestattet als Menschen. Oder haben Sie schon mal eine Trüffel unter der Erde gerochen? Können Schweine. Ja? Die sind sehr vorwitzig, sehr neugierig, gut organisiert, viel, viel intelligenter. Deswegen werden sie im Zirkus auch nie vorgeführt, keine Kunstschweine zu dressieren. Ja, da müsste man Raubkatzen nehmen, da ist es schwer. Schweine sind hochsensible, intelligente Wesen, aber die putzen wir runter, weil die wollen wir ja essen. Das ist der Punkt dahinter. Ja, dann ist es ein dreckiges Schwein und dann dürfen wir es ruhig auf diese Weise sehr brutal niedermachen. Ja, nach 5 Monaten hat so ein Schwein heute in Deutschland, 60 Millionen Schweine essen die Deutschen, 99% davon leben im Tierzuchthaus, 5 Monate auf engstem Raum, eingepfercht, ohne Bewegungsfreiheit, in einem ständigen Dreck. Wir zwingen die, in ihrem eigenen Kot zu liegen oder in dieser Haltung übereinander, stehen die in einem ständigen Regen von Kot und Urin. Stellen Sie sich vor, 5 Monate, ein sensibles Tier, immer im Regen des eigenen Kots und Urins. Diese Tiere haben 2 Optionen. Die werden apathisch und lethargisch oder wahnsinnig. Ja, die Wahnsinnigen sind die, die dann die Schwierigkeiten im Schlachthof machen. Wenn es geschlachtet wird, schaut es zu, wie 10 vor ihm geschlachtet werden. Und da erleben wir dann auch Schatten dabei. Ja, das ist ein einfacher Trick gewesen, das Schwein so runter zu putzen und drauf zu projizieren. Aber jetzt kommen wir immer mehr drauf, dass uns das todkrank macht, wenn wir auf diese Weise gequältes Fleisch sozusagen essen. Ich meine, ein Großteil der Probleme, die wir heute haben, sind geprägt von Apathie und Lethargie. Alle die Depressiven, alle die Burnout landen in so einem Zustand. Das sind Menschen, die haben auch ständig Fleisch gegessen von Tieren, die in die Apathie gequält worden sind. Viele von uns haben Angst. Die sterben in Todesangst. Wir essen diese Angst. Das sind so Schattenthemen, da wollen wir nicht ran eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Die Warhol hat sich als Haustier gehalten. Ja, die Warhol. Ein Schwein wäre, ich habe auch ein Patenkind gehabt, die hat auch ein kleines Schwein gehabt. Das ist schneller sauber zu kriegen als der Hund. Was wir machen ist, wir suchen uns einen Sündenbock, auf den projizieren wir dann ordentlich und schieben alles Böse da drauf. Das ist ein altes Prinzip, das geht auf die israelischen Stämme zurück. Die haben wirklich noch einen Schafbock, einen Ziegenbock genommen, alles Böse ein Jahr auf den projiziert, dann haben sie ihn weggejagt. Ja, das kann man schon machen. Gibt es heute auch noch in Deutschland ein Relikt davon. Das ist im katholischen Rheinland der Nubbel. Das ist eine Karnevalshexe eigentlich. Da wird im Beisein des katholischen Priesters wird er am 11.11. geweiht, eine Strohpuppe. Und dann in der ganzen Faschingszeit alles Böse, was da passiert, da kommen schon Sachen vor in Köln. Ne? So eine Frage, wie viel Kölsch man getrunken hat, dass man da im falschen Bett landet, falsche Kinder zeugt und alles Mögliche. Und voll trunken Sachen macht, die man gar nicht mag. Aber das kann man alles auf den Nubbel projizieren. Und am Faschingsdienstag um 12 Uhr wird der Nubbel abgefacht, in der Nacht wird der Nubbel abgefackelt, im Beisein des Priesters wieder. Und dann ist das Böse entsorgt, versorgt. Die Kinder werden aufgezogen, ist ja auch christlich. Schon der deutsche Kaiser gesagt, Gott liebt alle Kinder. Naja, also das ist eine durchaus mögliche Position. Wir haben heute eine ganz andere Sündenbockpolitik. Wir merken es gar nicht mehr. Wir haben ständig Sündenböcke. Und an die bekämpfen wir. Dadurch wird unser Leben weder einfacher noch besser. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir den Sündenbock zur Strecke bringen. Dann wird es ganz hart. Ja? Also, das können wir in so vielen Ebenen sehen. In der Partnerschaft ist das ein Standardthema, was wir haben.
da reicht mir jetzt die Zeit nicht, um das auszuführen, aber ausführlich, aber das ist ein ganz beliebtes Spiel, mit dem sich die meisten Bürger fast das ganze Leben beschäftigen. Die bürgerliche Beziehung hat ja ganz eigenartige, wie soll man sagen, Eckdaten. Wir haben so verschiedene Spielwiesen. Das Schlimmste ist das Geld, für mein Gefühl. Weil ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch durch Geld glücklich geworden ist. Aber schon ganz häufig sind Menschen durch Geld unglücklich geworden. Deswegen habe ich mal, ohne eine Bilanz lesen zu können, und das auch gar nicht zu mögen, mal über die Psychologie des Geldes geschrieben. Das ist ein verblüffendes Konzept. Wenn man sein Leben vom Geld bestimmen lässt, hat man keine Chance mehr auf Glück, aber jede Option auf Unglück. Ist ganz blöd, sowas zu machen. Partnerschaft ist da ein bisschen besser. Da hat man am Anfang eine glückliche Phase. Die ist in der Regel heute noch kürzer als früher. Und dann kommt eine sehr lange Phase von Elend. Meistens. Meistens. Das hat damit zu tun, dass der Schatten rauskommt im Partner. Ja, wir wissen das auch, das weiß unsere Religion. Ja, die Leute verlieben sich, sind sternhagel verliebt, unsterblich verliebt. Und in dieser Zeit glauben sie, dass das ihr Leben retten kann, wenn sie mit dem zusammen sind und bleiben. Wenn sie dann in dieser Phase und dieser leichten Großhirnvergiftung, die dann eintritt hormonell, wenn sie dann zum Priester gehen, dann warnt er sie sogar fairerweise. Der Priester sagt ihnen schon, wollen sie wirklich in guten und schlechten Zeiten? Aber der glaubt ja gar nicht an schlechte Zeiten in diesem Zustand. Der sagt dann sogar nochmal, der Priester, wollen sie wirklich, bis dass der Tod sie scheidet? Aber der Verliebte sagt sich, Tod, wovon redet der? Schlechte Zeiten, wir sind unsterblich verliebt. Und dann sagen die ja. Deswegen heißt es wahrscheinlich Traualtar, die trauen sich was. Die trauen sich dahin und trauen sich, auf eine Zukunft zu wetten, die klar zu sehen, sie in diesem Zustand ja kaum Chancen haben. Und meine ich nicht böse. Ich meine das Ganze wirklich ohne Wertung. Ich meine, sich verlieben ist doch nie mit Vorsatz. Sind Sie schon mal losgegangen, um sich zu verlieben? Vielleicht, aber das hat nie geklappt. Es ist nie Vorsatz, dass die Bürger sich darüber so böse sind. Das verstehe ich ja nicht. Ja, das habe ich schon oft zu Leuten gesagt, jetzt bitte, Sie haben doch gar nichts Bösartiges gemacht. Selbst vor Gericht würden Sie mildernde Umstände kriegen. Ja, wenn das einfach Ihnen geschieht, da muss man sich ja nicht so schuldig fühlen. Also man könnte das ganz entspannt sehen. In der Regel, in dieser kurzen Phase, bevor sie Ja gesagt hat, ne, das ist ja der Witz, solange er ihr den Hof macht, ist das alles super, genießt sie das und er auch. Und dann macht sie den Fehler, könnte man sagen, Ja zu sagen. Und dann ist leider so, dass sich die Bewegungsdynamik umdreht. Ja? Vorher ist er ihr nachgelaufen, das haben sie beide genossen. Ab dem Moment, wo sie Ja sagt, dauert es nicht mehr so lange, 1-2 Jahre schon. Dann hört der Hormonrausch langsam auf und dann fängt sie an, ihm nachzulaufen. Und das genießt sie nicht und er nicht. Und das kann sich unheimlich ziehen. Und in dieser Phase kommen Menschen gern zur Beratung. Und die kommen nie am Anfang und sagen, Herr Doktor, heute ist nicht aus, wir sind so ekstatisch, helfen Sie uns. Ja? Das hat es noch nie gegeben. Die kommen alle in der zweiten Phase, wenn der Partner angefangen hat, Schatten zu spiegeln. Und das will man ja nicht so. Und dann kommen so Beschwerden. Ich muss die Beschwerden immer schnell stoppen, weil ich bin ja als Therapeut dann doch angehalten, denjenigen, der nicht da ist und anwesend ist, ins Spiel zu bringen und dessen Seite auch mitzuvertreten. Und sagt dann in der Regel so Dinge, sagen Sie, wie konnte denn so eine intelligente, sympathische Person wie Sie so ein Monstrum heiraten? Haben Sie einen Blackout gehabt oder was? Und dann sagt sie in der Regel, nein, der war ja nicht so. Ich dann, hat er sich verändert? Ja, ganz zu seinem Nachteil. Auch zu ihrem Nachteil, ja. Und dann schauen wir an, was da passiert. Er fängt an, ihr Schatten zu zeigen. So wie sie anfängt, ihm Schatten zu zeigen. Und da gibt es ein einfaches Konzept, da rauszukommen. So ein 4-Punkte-Programm. Ich versuche es mal ganz, ganz kurz zu machen. Also, ich würde Sie fragen, sagen Sie, ich habe das jetzt verstanden, der kümmert sich nicht um Sie, der erkennt Sie nicht. Das ist der Hauptvorwurf der Frauen. Er erkennt mich nicht. Und erkennt der sich denn selbst? Würde sie in der Regel sagen, ich glaube nicht. Dann würde ich sie fragen, sagen Sie, kümmern Sie sich denn eigentlich um ihn? Sagt sie, würde ich schon gern, aber ich kann ja nicht, weil der so ist, wie er ist. Ja, also nicht. Naja, das gibt sie dann irgendwann zu. Dann frage ich sie, sagen Sie, kümmern Sie sich eigentlich noch um sich? Dann sagt sie, würde ich schon gern, wenn ich den Typen nicht an der Backe hätte, der sie... Ja? Also dann muss ich sagen, also sie kümmern sich auch nicht um sich. Das heißt, sie kümmern sich nicht um sich und nicht um ihn, er kümmert sich nicht um sie und nicht um sich. Also niemand bei ihnen kümmert sich
noch um den anderen. Wir können da gar nicht von einer Beziehung reden. Auf der Motorebene würde man sagen, 4 Zylinder kaputt. Jetzt könnten wir, wenn Sie wollen, in 4 einfachen Punkten, oder so einfach sind sie vielleicht nicht, aber sehr wirksam, den Motor wieder in Gang bringen, würde ich Sie auch fragen. Ja, wollen Sie das? Dann müsste Sie mal ein Vierteljahr lernen, sich um sich zu kümmern, um Ihre Anima. Das ist gar nicht einfach, wenn man schon Jahre mit jemandem gelebt hat. Ja, das ist alles, was sie sich so erträumt, ist es vielleicht gar nicht. Die will vielleicht seit 8 Jahren nach Kerala fahren, zur Panchakarma-Kur. Ja, habe ich jetzt gerade erlebt. Naja, dann hat sie es mal gemacht, um festzustellen, dass in Indien jede Menge Insekten sind, dass ihre langen Haare ganz verölt die Insekten anziehen und viele schlimme Dinge kommen. Sie ist früher abgereist. Aber 8 Jahre hat sie gedacht, weil ihre Freundin das macht, das wäre ihr Lebenstraum. Endlich mal Panchakarma-Kur. War also ein Flop. Also man muss, Frau muss dann oft wieder rausfinden, was will sie überhaupt. Die nächste Phase, wieder 3 Monate, wäre, dass sie sich um ihren Animus kümmert, am Beispiel von ihrem Partner. Ist auch nicht einfach. Da muss am Sonntagnachmittag allen Ernstes mal dann 3 Stunden Männer fahren im Kreis anschauen. Ja? Nennt sie Formel 1. Das versteht sie ja gar nicht so einfach, warum man das machen kann. Was da die Faszination ist, da muss sie jetzt einen Sportteil lesen von der Zeitung, den Wirtschaftsteil statt dem Feuilleton. Um diesen Animuspol zu verstehen. Aufwendig. Danach kann sie sich dann mit ihm wieder zusammentun, kümmern sie sich umeinander. Das ist eine ganz leichte Phase, das genießen die wie einen zweiten Honeymoon. Die 4. Phase ist auch wieder schwierig, weil die Frau ist ja gar nicht zufrieden, wenn er dann bei Fuß geht. Ja, der hat ja in der 1. Phase schon mit den Hufenscharren gelernt. Weil er natürlich gemerkt hat, wenn sie sich Blumen kauft und so, er wusste ja nie woher. Und wenn er Dessous sieht, die er nicht aus dem Einsatz kennt, da wird er nervös. Und wenn sie das alles für sich gemacht hat, ihr Leben genossen hat, aufgeblüht hat, ist er schon wieder irgendwie aufmerksam geworden. Wenn sie sich dann ihm so dem Animus zuwendet, dann ist er überhaupt ganz baff. Erst vermutet er vielleicht, sie hat was vor, aber ein Vierteljahr ist lang. Und dann merkt er, hoppla, da ändert sich jetzt was, da tut sich was in diese Richtung. Also das geht gut, diese 3. Phase. Aber die 4., da müsste er sich um sich kümmern lernen. Ja? Seinen verdrängten Teil, seinen Schatten anschauen. Und das ist gar nicht so leicht oft, aber auch das kann natürlich gelingen. Und das können Sie jetzt auf dieses 4-Punkte-System können Sie auf alle Bereiche übertragen. Auch auf die Weltpolitik, wenn Sie so wollen. Ja, also Atomkraft. Die Deutschen können jetzt ruhig weiter Kopf in den Sand. Ja, man konnte eigentlich schon mit ein bisschen Physikverständnis vor Tschernobyl gegen Atomkraft sein. Ja, also das war jetzt keine große Kunst, war ich auch. Dass man als Physikerin dafür sein konnte, das hat sich mir immer irgendwie völlig entzogen, wie das möglich war. Aber nach Tschernobyl haben ein paar das begriffen, dass das zu riskant ist, Mütter vor allen Dingen auch. Nach Fukushima haben sie jetzt in Deutschland die große Mehrheit begriffen. Die Franzosen aber noch nicht. Ja, sie könnten jetzt in Deutschland hergehen und sagen, solange die Franzosen nicht abschalten, schalten wir auch nicht ab. Dann können sie so weitermachen wie bisher. Geschieht gar nichts. Wenn sie jetzt all die Fehler aus einer österreichischen Sicht, die sie gemacht haben, sie hätten sich das ganze Geld sparen können. Ja, Österreich hat ein Atomkraftwerk gebaut, die Bevölkerung hat es nicht erlaubt, in Betrieb zu nehmen, Zwentendorf. Da können wir auch stolz drauf sein. Dass wir das Geld auf andere Weise versandelt haben, ist ein anderes Thema. Aber da ist einmal viel gespart worden, erst einmal. Aber jetzt, wenn Sie jetzt nicht mit dem Finger auf die Franzosen oder die Russen zeigen, wie Sie es ja tun, ich finde es ja toll, ehrlich gesagt, dass jetzt plötzlich, weiß nicht, wenn ich jetzt mal demonstrieren würde in Wackersdorf an der Seite von Herrn Seehofer und Frau Merkel, das wäre ja mal ganz ein neues Gefühl. Also es sind fast alle dagegen. Jetzt wird das gestoppt und dann wird natürlich deutsche Ingenieurkunst das Problem lösen. Und irgendwann wird dieser Schatten, dass sie jetzt in so viel Saures beißen müssen und so viel zahlen müssen dafür, ein unglaublicher Schatz sein. Ja, wenn den Franzosen, sagen wir mal, in 7, 8 Jahren dann ihr Atommeiler um die Ohren fliegt, wo werden sie die neue Technologie herkriegen? Ja, aus Deutschland vielleicht. Wenn es nicht wieder so geht, wie das ja in Deutschland vorgezeichnet ist, dass man aus all den Erfindungen, die man drauf hat und macht, nichts macht. Heute weiß kaum noch jemand, dass der Computer eine deutsche Erfindung ist. Das können Sie jetzt wieder so machen mit der Umwelttechnologie. Sie sind auch schon dran. Sie haben einen Wirtschaftsminister, der spottet ja jedweder Beschreibung. Der verspielt jetzt einfach diese Chance. Das ist verblüffend. Dann entsteht auch da wieder so ein, ja, dann wird man irgendwann mal sagen, eigentlich waren wir da mal führend, aber jetzt haben das die Chinesen und die Japaner übernommen oder so. Dann entsteht wieder eine Schattengeschichte. Aber da gäbe es natürlich auch eine wunderbare Chance. Und Sie können das bei allen Dingen machen. Ja, auch in der Beziehung, in der Firma oder so, könnten Sie immer dieses 4-Punkte-Programm anwenden und kommen damit sehr schnell zur Rande. Schatten haben wir überall auf der Welt, Licht und Schatten. Wenn Sie die Welt anschauen, ist sie halt hell und dunkel.
Ja, Europa strahlt, auch die Pleiteländer strahlen, solange wir sie alimentieren. Da unten Afrika ist dunkel. Gesund, sagt er da. Naja, Vorsicht, wenn wir da näher hingehen, dann kommen solche Bilder raus. Das ist auch diese Polarität und ein Schatten unserer Zeit. Ja, dass, wenn Sie mal so ein Kind, ich habe das im Entwicklungsdienst erlebt, im Arm gehabt haben, das brauchen Sie dann auch nicht mehr füttern. Das ist eins von den 5.000 bis manchmal 40.000, die täglich verhungern an unserem Lebensstil. Allen Ernstes an unserem Lebensstil, weil wir Kohlenhydrate aus diesen Ländern importieren, um hier Tiere zu mästen, riesige Mengen Kohlenhydrat vernichten, um kleine Mengen Tierprotein zu haben. Damit ruinieren wir unsere Gesundheit so nachhaltig, wie wir es uns kaum vorstellen konnten. Wir wissen das jetzt durch neue Studien. Eine erschreckende Situation, die uns voll auf den Schatten bringt. Da müssen wir raus. Auch die muss da raus. Ja, das ist ja eine hübsche Frau. Die frisst sich jetzt zu Tode. Und da könnten wir viele, viele Bilder in diese Richtung anschauen. Schreckliche Bilder. Ständig wartet irgendwo ein Geier auf ein Mädchen, was noch nicht ganz tot ist. Das ist Ausdruck dieser Schattenwelt, in der wir leben. Und die haben wir überall, diese Welt. Ja, wir können natürlich sozusagen immer den Engel beschwören, wie es in der spirituellen Szene gemacht wird. Aber solange wir unseren Schatten nicht angeschaut haben, wird es nichts mit dem Engel. Es funktioniert einfach nicht. Sie könnten tatsächlich wunderbar sich selbst und anderen zum Engel werden, mit einfachen Möglichkeiten. Aber es setzt voraus, Sie haben Ihren Schatten angeschaut. Es setzt wirklich einfach voraus. Und dann ist es gar nicht mal so schwer. Ja, es gibt zu jedem Thema immer, jedem Beruf gibt es einen Schatten. Der Schatten der Ärzte ist ja heute, glaube ich, sehr bekannt. Ja, die dritthäufigste Todesursache bei uns nach Herzproblemen und Krebs sind die ärztlichen Kunstfehler und die Nebenwirkung der Pharmaka. Sterben über 40.000 Menschen in Deutschland jedes Jahr, nur weil sie sich in eine Klinik gewagt haben. Also es ist ein Hochsicherheitsbereich, die Klinik. Würde ich Ihnen raten, wenn es irgend geht, nicht betreten. Ja, muss schon sehr, sehr schlimm sein, dann allerdings brauchen wir die wieder. Also wir müssen da aufräumen und für Ordnung sorgen in diesem Bereich, dass das nicht Nummer 3 ist der Todesursachen. Aber so hat natürlich jeder Beruf seinen Schatten. Der Schatten der Banker beschäftigt uns jetzt gerade immens. Heute sagt man schon Bankster. Naja, das lief die ganze Zeit so, die haben sich reichlich bedient. Jetzt ist es halt einmal gerade schief gegangen, aber das war immer ein Spiel, ja, mit dem Geld der Allgemeinheit, ja, weil die Großen gehen ja nicht pleite bei uns. Die dürfen das. Und da kommt dann die Wut hoch in uns. Und das ist auch wieder ein Zugang zu unserem Schatten. Also wo immer wir hinschauen, begegnen wir dieser Thematik. Ein schöner Film, der das bearbeitet, ist Pay It Forward. Das Glücksprinzip heißt es, glaube ich. Wo ein Junge in seinem Sozialkundeunterricht dieses Thema aufgreift und daraus wirklich ein Lebenskonzept macht. Das wäre ganz schön möglich. Ja, wir hätten so viele Möglichkeiten, an diese Dinge dran zu gehen, die in Schatten gesunken sind. Ein anderer schöner Film ist dieses Bucketlist. Das Beste kommt zum Schluss. Würde ich Ihnen dringend empfehlen, den Film. Und nach dem Film werden Sie sehr, sehr froh sein, weil Sie nicht in der Situation sind, noch so viele Chancen haben. Da warten zwei Menschen wirklich, bis sie Krebs haben und bis ihre Chemotherapie versagt hat. Norman Freeman und Jack Nicholson, genau. Und dann fangen sie an zu leben. Und dann kommt das Beste zum Schluss. Wir müssen ja nicht warten. Wir müssen nicht mal bis zur Krebsdiagnose warten. Wir könnten eigentlich gleich anfangen, diese Träume, die ungelebten Träume anzunehmen. Das ist auch Schatten. Es gibt auch so einen lichten Schatten. Ja, all diese wunderbaren Dinge, das Genie in uns, könnten wir wagen zu leben, was wir so weit weggedrängt haben, vielleicht in frühen Zeiten. Und das würde ich Ihnen natürlich sehr wünschen, dass Sie da drankommen. Das wäre so meine Idee, mit diesem Leben fertig zu werden in einem positiven Sinn. Uns die dunklen Seiten anzuschauen, daraus Kraft zu schöpfen, diesen Schatz zu heben und dann allerdings auch das Leben zu genießen und es rund und ganz werden zu lassen. Das wünsche ich Ihnen. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.